Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft, die Instanzen Stodrit, jetzt auch mit fliegendem Teppich. Ja, wir sind in den Höhlen der Zeit, einer sehr schnieken, ja, Höhle. Wo Mit man, Zeit drin, ich zeige ja. das mal hier auf der Karte, hier sind halt mega viele Instanz- oder Raid-Eingänge. Wir kümmern uns Alter. aber heute um den einzig wahren. Und zwar um die Vorgebirge des alten Fluch. Hügellands, beziehungsweise halt die Flucht aus Durnhold. In den Nein. Höhlen der Zeit, ja, das ist gar keine Geschichte, das gehört gar nicht dazu. Ich würde sagen, rein. Hier drin kannst du Mau. Bin ein Zwerg. Ja, das ist korrekt. So, los geht's, Leute, Musste ne? es ein Zwerg sein? Halbut ist ein Mensch, Schamane. Mein Teppich fliegt nicht mehr. Aber Hauptsache, ich bleib ein Gnom, was ist das? Genau, hier könnt ihr nicht mehr fliegen, das ist richtig. Also wir wurden jetzt tatsächlich in der Zeit zurückgeworfen und sind jetzt geschichtlich da, Och wo. nee, nein, das ist die Inni, nein. Oh, warum? Guck mal, warum werdet ihr denn transformiert? Aber ich bleib ein. Naja. Ach so, wahrscheinlich, weil es die Draenor hier noch nicht gab. Was? Ich will Deswegen. keine Quest annehmen? Was? Genau, nehmt mal die Ach Quest so, hier an. Quest annehmen. Also wir sind jetzt geschichtlich zu der Zeit da, wo Thrall noch in Burg Dunhold festsitzt und wir ihn befreien müssen. So, ihr müsst den Drachen hier anquatschen und dann, ich bin bereit, nach Burg Dunhold zu fliegen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hasse diese Inni. Ja, was soll ich Gut, dass du machen? das wieder weißt, ja. Denk an deinen Ja. Teppich. Ja. Macht's nicht besser. Also wie Ach, gesagt, die ist so ewig. das ist halt eine der Innis, die so ein bisschen geschichtlich mit der Zeit gespielt, also wo Blizzard so ein bisschen meinte, ja, wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen Zeitsprünge und so einbauen. Wir helfen Thrall, also da war er noch nicht mal als Kriegshäuptling oder so. Wir helfen ihm jetzt quasi aus der Gefangenschaft der Menschen zu entkommen. Sind in der Zeit ein wenig zurückgereist, so um. Keine Ahnung, wie viele Jahre? 20, 30 Jahre? Also wie das tatsächlich von den Jahren der Zeitrechnung in WoW aussieht oder generell im Warcraft-Universum, habe ich keine Ahnung. Aber ich Ja, schätze genau mal das. so, dass das so schon so 30 Jahre her, 20 Jahre schon so her ist ungefähr. Hätte eigentlich erwartet, dass du das auswendig weißt, so sehr wie du diese Story inhaliert hast. Ja, also ich kann dir halt jetzt sehr viel über Thrall und über seinen Aufenthalt in Burg Dunhold erzählen, aber ich weiß nicht, wie jetzt die geschichtliche, wie viele Jahre zwischen dem aktuellen WoW und dem damaligen Warcraft halt liegen. Das Welche Farbe hatte seine Unterhose, als er in Dunholz was ist mit dir? So, also saß? unser Job ist jetzt hier in die Burg einzudringen und Thrall zu befreien. Kann man die immer mit dem Mount rumholen? Ja. Interessant. Aber bringt euch eh nicht viel, weil wir relativ schnell wieder abbauen müssen, von daher. Ja, aber man kann es. Das ist ein Fortschritt. Das Sollte ist man korrekt. vielleicht Blizzard auch sagen. Warum kann man nicht in diesen riesen Indies mounten? Das sind hier so, geh von einem Kaff aus in einem Mobgruppe zunächst und dann so, ja, hier kannst du natürlich Ja. aufmachen. Ja, danke. Eine Wie komische in. Büste da, ne? Ja, wie ein Zulfarrakt, da war das ja auch irgendwie so, ja, so groß ist die Ini noch gar nicht, warum kann man hier mounten? So, wir müssen jetzt erstmal ein Ablenkungsmanöver starten. Moment. Ja, ich habe abgelenkt. Ja. Wir Auf müssen jetzt mich. erstmal ein Ablenkungsmanöver starten und dafür müssen wir erstmal gleich hier runter. Weil hier kann ich Kirschner. Ablenkungsmanöver, Herr Kirschner. So, einmal hier runter. Und das springen. Ja, einfach hier, ja. Hui. Hui. So, dann müssen wir hier die Barackwachen töten. Also 67. Ja, er lebt noch, stirbt nicht. Ich esse mal kurz Barfut.
Fällt mir gerade ein. Oh ja. Nein, ach komm. Genau in dem Moment, wo das Buffwood hätte wirken können, greife ich so einen scheiß Jäger an. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber schaut euch mal das Weihnachtsoutfit an der Zwergin an. Die hat noch echte Kurven. Ja, ist halt ein Zwerg, ne? In der Tat. So, dann lass mich eben Buffwood essen. So. Also wir müssen jetzt halt für ein Ablenkungsmanöver sorgen und die Internierungsbaracken hier anzünden. Ich weiß allerdings nicht... Ich würde sagen, wir verwenden dafür diese... Ja, ich weiß nur nicht so ganz genau. Das habe ich gerade versucht, aber das funktioniert irgendwie. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich ganz hinten in die Baracken. Wir töten erstmal hier alle Wachen, die in den Baracken hier stehen, und dann gehen wir mal nach ganz hinten durch. Ich meine nämlich, man muss nach ganz hinten durch. Leute? Ja, desorientiert. Ja. Beide. Sehr gut. Ich bin in der Baracke hier, ne? Nicht. Ich bin doch direkt vor dich hier reingelaufen. Ich glaube, die Baracken muss man ganz hinten im Level anzünden. So. So, sind noch alle fresh, ja, ne? Ja. Alles in Buddha. Buddha, Kuda. So. Wie macht man jetzt hier Feuer? Benötigt Bündel mit Brandbomben. Ach, guck mal. Ja. Ach, 1 von 5. Ah, okay. Alles klar. Feely hat es herausgefunden. Wir müssen in die Hütten und dann halt dieses Fass da. Und dann das Fass anklicken. Das Fass aufmachen. Ja, wir müssen quasi die Brandbomben in diesen Fässern verstecken. Oh, ich bin desorientiert. Oh, ich habe was mitgebracht. Ja. Bims, der Puller. Ich weiß jetzt nicht, wo es herkommt, wenn ich ehrlich bin. Das ist erstmal nicht wichtig, es geht eher darum, dass sie schnell wieder verschwinden. Wartet mal kurz. Moment mal. Muss man jetzt hier, kannst du hier das Fass anklicken? Nein. Oh, der Rand kannst... vor meiner Brille. Aua. Ach ne, hier ist das Fass. Okay. So, das ist Fass Nummer 2 von 5. Nein. Gut, dann geht's weiter. Also dann müssen wir erstmal in alle, also die anderen Hütten auch noch. Die anderen beiden hier haben wir schon, dann müssen wir noch in die anderen. 3. Kennst du die Inni hier, Halbut? Nope. Noch die gewesen. Geh weg, in die Hütte gehe ich. Ja gut, dann gehe ich in die dahinter. Wenn wir die Brandsitze platziert haben, kommt direkt ein Boss. Gut zu wissen. Ich gehe in die dritte Hütte direkt. Ja. So, wir treffen uns dann wieder hier draußen. Jo. Fertig. Gut, dann komm. Dann müsste es jetzt eigentlich, genau, jetzt fängt es nämlich an zu brennen. Die Hütten fangen an zu brennen. Und jetzt kommt gleich ein Boss.
Ja, da ist er. Ihr dort, holt schnell Wasser! Lascht die Flammen, bevor sie auf den Rest der Festung übergreifen. Ich weiß, was ihr tut. Kommt mal da, ich werde euch aufhalten. Für alle Zeit. Daher kommt. Ah, hier. Ja, der hat nicht viel, der hat nicht viel drauf. Der hat ja gleich noch die Hälfte seiner Lebenspunkte. Was ist denn da los? Was, 1 von 3 oder was? Ja. Verdammt, vergessen. Ranz. Gut, dann geht's hier hoch. Dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und da hinten ist auch die Arena. Oh, Feli Nummer 3 und 4, die sind schon wieder zu doof und finden den Weg auf die Treppe nicht. Da hinten ist übrigens die Arena. Da hinten ist übrigens die Arena, in der Thrall immer für Blackmore kämpfen musste. Falls es jemand interessiert. Interessiert eh keinen, aber. Das Ding ist, weil ich hab's von dir schon so oft gehört. Weil Thrall war ja ein Gladiator bei den Menschen. Oder wurde ja zum Gladiator. Zur Gladiatoren-Schule gezwungen. Aber hey, hier feiern sie auf Weihnachten. Ist das nicht schön? Tannenbaum! Also, selbst in einer verdrehten Parallelwelt von WoW feiert irgendwer Weihnachten. Das ist doch schön. Und er feiert es so sehr, dass er random irgendwo irgendwelche Weihnachtsbäume aufstellt. So. Warum brennen die eigentlich alle? Nein, wer hält sich da hin? Die brennen wegen meinem Feuerodem. Ich werf erst Bier über die und dann spuck ich sie an. Und deswegen brennen sie dann? Ich bin quasi wie ein Fakir. Seems legit. Ja, wieso? Hochprozentiger Alkohol, Feuer, dann brennt er auch. Bier ist ja nicht hochprozentig. Oh, kommst du bitte wieder hoch? Noch was. Hey, nur weil es Fass Hieb heißt, heißt es ja nicht, dass es Bier ist. Ja, ich komme so. Dann antworte doch. So antworte er doch. So antworte er bitte. Das sind 2 Meter, da muss ich nicht verantworten. Doch. So, seid ihr bereit, Thrall zu eskortieren? Erstmal nehmen wir die Quest da. So. Habt ihr? Luther, ja. Was ist euer Wunsch? So. Dann lauf. Lasst uns gehen. Lauf. Junge, lauf. Ach komm, er läuft doch relativ fix. Also. Oder nicht? Woche. Bitch slap. Ja, das hätte schon was, wenn er sich jetzt bewaffnen würde. Heute noch. Vielleicht. Ah, so. Auf. Kann er eigentlich auch drauf gehen? Ich glaube, das ist mir echt noch nie passiert. Ich glaube nicht, dass er sterben kann. Da müssen wir schon ganz dumm anstellen, glaube ich. Also finden wir heraus, ob wir sterben können. Ja. Nein. Wollen wir es herausfinden, bitte. Ich habe meine Freiheit. How about me? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Wenn wir jetzt einen Randstab. Und wir was wissen. Keine Ahnung. Ich habe meine Freiheit. Keiner von uns. Leute, was ist denn mit euch, ihr kleinen ganzen Pisser, wie sie hier abhauen, ey? Ja, Humanoide. Fluchtreflex incoming. Warum läuft der endlich immer wieder vor und zurück? Ja, ich glaube, das ist so ein leicht buggy. Beziehungsweise so ein bisschen Wegfindungsprobleme. Der resettet sich nach einem Kampf quasi, damit auch nicht schief geht, dass er nicht irgendwo rumbackt. Ist das ein Bus? Ja, und jetzt ein Bus. Gut, drauf, ne? Ja. Aber erst wenn der gelabert hat. Achso, ich wollte gerade sagen, warum kann man den anderen. Oh, toll. Thrall, ihr habt nicht wirklich geglaubt, dass ihr entkommen könnt, oder? Ihr und eure Verbündeten werdet Schwarzmoor Rede und Antwort stehen müssen. Nachdem ich meinen Spaß mit euch hatte.
Muss ich tatsächlich sagen, da war ich immer sehr froh, wenn ich die Inni nicht tausendmal machen musste. Bisher geht's eigentlich noch, finde ich. Nee, keine Ahnung, ich finde die anstrengend. Ja, weil man hier halt sehr viel laufen muss. Oh, schon wieder was für euch. Nice. So, dann dürft ihr jetzt off-mounten. Oh ja. Look da, was ist euer Ball? Ja, ich muss kurz mit ihm labern. So. Darins Mühle liegt westlich von hier. Wir müssen uns beeilen. Komm, Pferd. Und los geht's. Lasst uns losreiten. Ja, mach fertig. Ja, komm, sieh zu, Opa. Oh, Zeit komm, Pferd. Oder was ist das? Ja, hallo, wenn so ein fetter Ork auf einem sitzt. Ist alles nicht fett. Er ist gut gebaut. Massig. Er ist beleibt. Offen. Das sind keine feindlichen. Läuft ja wohl schneller, wenn wir alle vorlaufen. Oder auch doch. Anscheinend halten haben die halt was gegen Thrall. Ich könnte erklären, warum sie mit Stöcken versuchen, auf ihn einzuschlagen. Quatsch. Ja, das ist seltsam, sowas. Aber es kommt jetzt nur noch ein Boss. Mhm. Oh, das wäre doch auch mal eine Idee, WoW ohne Reiten durchzuspielen. Ja klar kannst du das machen, das dauert einfach nur lange. Ja klar kannst du das machen, kannst aber auch sein lassen. Und dann fängst du am besten als Ork an und läufst erstmal geschmeidig ein paar Stunden durchs Brachland. Geil. Stunden? Tage. Monate. Jahre. Willst du Schildkröten schlachten für Schildkrötenfleisch? Äonen. Was? Das wäre jetzt nicht so geil, wenn wir Thrall jetzt hier alleine lassen, ne? Ich wollte gerade sagen, also wenn Leute, ihr noch Food haben wollt, von mir aus. Ich hab noch genug. Konzentriert euch jetzt auf Thrall. Ach komm, wie viele Schildkröten sitzen denn hier? Gott. Die einen nehme ich mit. Was ist mit euch? Oh ja, die droppen tatsächlich Schildkrötenfleisch. Konzentriert euch, wenn Thrall wegen euch stirbt und wir die Ini nochmal neu machen sollen müssen, dann ist er in die Ich glaube nicht, dass Thrall stimmt. Look da, was ist euer Wunsch? Der hat knapp so viele Lebenspunkte wie ich. Der hat wahrscheinlich 10-mal so viel Rüstung wie du. Look da, was ist euer Wunsch? Und los geht's. So. Aha. Ein Stall. Hallo? Jetzt müssen wir raus und ich habe kein Ziel. Die Mobgruppe hier umlegen. Achso. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Irgendwie das Pferd beunruhigt. Los, stürmt in den Raum und tötet alles, was sich bewegt. Das okay. Pferd zum Beispiel. Dreck Lasagne machen. So, jetzt geht's noch in die Stadt. Noch eine Stadt. Ja, Dorf. Kirche mit drei Häusern drum, wie du es nennen willst. Dorf. Finde ich aber lustig, dass sie selbst hier dann zu Weihnachten quasi Bäume aufgestellt haben. Ja, das kriegen sie hin, ne? Alles andere nicht. Muss ja Prioritäten setzen. Ja, die Bäume sind wichtig. Ja, über Bäume macht man keine Witze. Der Damage ist ab und zu mal echt gut, ne? Das ist okay. Gerne. So viel heile ich gar nicht. Also. Von daher. Es geht. Könnte schlimmer sein. Also die einzelnen Standard-Copy-and-Paste-Häuser. Ja.
sind, glaube ich, in... Nein, die sind alle individuell. Northern oder so gibt es irgendwie so ein ganzes Siedeln, glaube ich, die aus den Häusern besteht. Eine Ansammlung von Häusern. Dorf? Nein, von diesen Häusern. Ja, ich weiß. Also exakt diesen Häusern, das meinte ich. Hi, du bist entkommen. Das ist übrigens die, die... Kann ich nicht aussprechen, welch fauler Zauber ist das? Tarita. Theresa. Ja, Theresa? Im Buch heißt sie tatsächlich Tabitha, also mit B, anstatt mit R. Ha. Look da, was Schönen ist euer Tag. Wunsch? Auf dann. So, und Russ. Hall, kommt heraus und stellt euch eurem Schicksal. Wer oder was ist das? Ich bin doch gerne zu. Wer oder was ist das? Das Leben hängt am seidenen Faden. Nein! Ihr sorgt euch doch sicher um sie. Ihr wollt sie doch sicher retten. Hauptsache, Heilwut in diesen Klamotten sieht irgendwie richtig dämlich aus, als das Mensch. Sieht sowas von komisch aus, das ist unfassbar. Vor allem dieses leicht bauchfreie Rüstungsstück. Jo. Das sieht... Ja nun, ne? Und dann der Pornoschnauzer. Das ist, ja, okay. Wieso nicht? Ja, naja, ich weiß auch nicht warum. Deshalb müsst ihr sterben, ihr und eure lästigen Freunde. Ihr und eure lästigen Freunde. Ihr und eure total emotionslos vorlesenden Freunde. Genau. Oh, die kann ich kirschen an. Bitte kirschen an. Oh, warte. Nein, nein. Oh, aggro. Oh, jetzt nicht sterben. Oh, bitte. Nein. Nein. Was war das denn komm. Jetzt? Battle Rest. Ja, hey, komm, ja, ja. Wenn du jetzt schon... Das war ja wohl irgendwo bei dir, ne? Wenn du schon so anfängst mit, oh, die kann ich kirschen an. Voll abgelenkt. Nein. Nein. Nein, ich war nicht nee, abgelenkt. Ich habe nein, nur sekundär gekürzt, ja. Nein, nicht schon. Aggro? Ja. Ja. Nein, das passiert sowas ja. nicht. Ja. Ja. Das Keks. Oh, und Damage. Damage ist aber auch. Damage kriegst du auch. Krieg schon. Das ist real hier. Und gleich so Mission fehlgeschlagen, ist Rall tot und so. Wo war Rall und dann so. Nein! Hey, Alter, wir die verschwinden, bevor ich die gekürzt habe, dann gibt's ja Ärger. Wenn ich, naja, wenn die gelootet sind. So, da kommt der Boss. Das Bossos. Hm? So, dann. Ja, der hat auch nur ganz kleine Hitbox hier. Hat der auch irgendwelche lustigen Insta-Kill-AOEs? Das wäre ja. War nice. Ach, gut. Einfach draufhalten, würde ich sagen. Huch! Ja, der hat sowas. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Oh, was ist das? Was wirkt er da? Oh nein. Kommt schon, Leute. Wird's mal wieder spannend hier. Oh. Heilen, heilen, heilen? Ja, 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 komm. Ja, bitte. Juhu! Mhm. Was, warum bin ich jetzt tot? Hä? Hast du da wohl noch einen Dot drauf? Ich schätze schon, dass da irgendwo noch ein Dot am Stittel war. Ich rest dich eben. Da. Aber das war wenigstens mal wieder eine interessante Ini. So ja. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ja. Ich kann den Epochenjäger kirschen an. Welche eine Erniedrigung. Fluch aus Donalds Rallschicksal erfüllt. Warum ja, ist da noch kein... Wir müssen nochmal mit irgendwem reden. Nee, Quatsch. Nee, der Typ hier muss noch labern. Das ist eine reine Laber-Ini. Ich mit ihm. Niemals werde ich. Stimmt ja, die stirbt ja trotzdem. Ja. Spoiler! Also, ach, sorry. Und dann so eine Geschichte, die schon seit 2002 veröffentlicht wurde. Spoiler! Oh, geil, die Stiefel bringen mir was. Wow, mir auch. Ist nicht mal Kette oder so, ist tatsächlich Leder. Oh mein Gott. So, was ist. Oh mein Gott. Ich krieg da. Also, ich hab Handschuhe gekriegt.
Ich habe Stiefel bekommen. Ich krieg was für die Taille, was mir weniger Int bringt. Nice. Da sind zwei Sockel drin, 24, plus 24 Ausdauer, plus 20 Vielseitigkeit, aber minus 3 Int. Oh, schick. Hört sich vielleicht trotzdem gar nicht so schlecht an. Mehr Ausdauer, weniger Tode. Okay. Ja, das war die nächste Ini. Flucht aus Durnhold. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann mit der nächsten Ini weitergeht. Also, bis dahin. Ja dann. Bis dahin.